Es gibt Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Sky Cinema, Sky Serien, Kinox.de und sonstig tausende Streaming-Anbieter auf dieser Welt, die man benutzen kann und auch kaufen kann oder beziehungsweise abonnieren kann, um Serien und Filme sich reinzuziehen. Und da es so viele gibt, die ja auch alle tatsächlich nicht gerade unbedingt preisgünstig sind, habe ich mich mal entschieden, ich setze mich mal hier hin und verklicke euch mal meine Meinung, welcher Streaming-Dienst auf jeden Fall am besten ist, beziehungsweise für was am besten ist und welcher sich vielleicht meiner Meinung nach eher lohnt als der andere. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja. Für diesen Kanal, beziehungsweise auch schon vor diesem Kanal, habe ich natürlich viele Streamingdienste geguckt, weil ich Filme und Serien liebe. Aber auf Dauer, beziehungsweise mit der Zeit, merkt man halt auch, okay, kommen immer mehr und die werden auch ab und zu teurer und man läppert sich halt schon. Und vor allem denkt man ja auch irgendwie, ne, warum muss man überhaupt alle haben, beziehungsweise muss man überhaupt alle haben? Und darüber habe ich mir jetzt mal Gedanken gemacht, weil ich auch mittlerweile auch schon am Überlegen bin, den einen oder anderen Streamingdienst vielleicht zu verlassen, beziehungsweise zu kündigen. Grundlegend, was sind Streamingdienste bzw. wofür lohnen sie sich? Filme und Serien werden von verschiedenen Anbietern angeboten, ja, zu gucken, kostenlos. Würde man denken, aber man muss für die meisten auch ein Abonnement bezahlen. Heißt, im Falle von Netflix bezahlt ihr so und so viel Euro im Monat, im Falle von Amazon Prime Video bezahlt ihr so und so viel Euro im Monat oder auch im Jahr, da gibt es verschiedene Abo-Varianten, zum Beispiel bei Disney Plus, meine ich, ist es. Kann man zum Beispiel auch ein Jahresabo machen. Da bezahlst du halt einmal, sparst ein paar Euro hier hinten raus. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht kostenlos, nur es ist verhältnismäßig günstiger, würde ich mal sagen. Aber ja, jetzt kommt es zu dem Punkt, der mich so die letzten Tage oder Wochen, sag ich mal, ein bisschen beschäftigt hat. Und zwar, ich bin momentan sehr viel am Serien gucken wieder und mir fällt auf, ich hänge halt wirklich am meisten auf Netflix und Disney Plus. Aus dem simplen Grund. Und jetzt kommt es direkt zu meiner, quasi meinem endgültigen Ergebnis. Amazon Prime lohnt sich für mich mittlerweile nicht mehr in Bezug auf Videos und Serien, also Filme und Serien gucken, also Prime Video. Natürlich, durch Prime spart ihr euch auch irgendwo die Versandkosten. Ob sich das am Ende des Jahres läppert, das muss man halt selber irgendwie abwägen. Aber man muss sagen, es gibt so viele Filme und Serien auf Prime, die noch unverschämt teuer sind, die eigentlich schon 100 Jahre alt sind und immer noch sehr, sehr viel Geld kosten, was ja auch hier und da okay ist. Aber man muss bedenken, wenn man sich jetzt Netflix und Disney Plus im Vergleich anguckt, du abonnierst Netflix, alles, was auf Netflix ist, alles ist in dem Fall umsonst. Also du kannst jede Serie, die es auf Netflix gibt, jeden Film, den es auf Netflix gibt, gucken und musst nicht extra bezahlen. Im Falle von Prime muss man das machen. Vielleicht hat man hier und da ein bisschen Geld gespart durch das Prime-Abo, kann natürlich sein. Aber es gibt ja nun mal Serien, die auch schon ewig laufen, wo man tatsächlich nochmal für die ganzen Staffeln bezahlen muss. Bei Disney Plus das Gleiche. Man bezahlt einmal dieses Jahres- oder Monatsabo und dann ist alles, was auf dieser Plattform ist, komplett kostenlos, beziehungsweise man kann ja mittlerweile durch, ich glaube, Stars oder so heißt es, nochmal aufstocken oder auch im Falle von, ich glaube, das erste Mal kam es mit Multiverse of Madness, konnte man quasi Geld bezahlen, um zu sagen, ich möchte den vorab schon sehen. Das ist aber halt immer noch optional. Um quasi schon mal die Hälfte des Themas hier abzuschließen, für mich, in meinen Augen, lohnen sich allerhöchstens zwei Sachen und das sind Disney Plus und Netflix. Disney Plus ist so voll mit Filmen und Serien und vor allem guten Filmen und Serien, da ist ja mittlerweile alles drauf. Da gibt es die Simpsons als Serie. Das ist so eine Sache, wo ich frage mich, warum war es auf Disney? Keine Ahnung. Wie gesagt, das ganze Disney-Pixars-Universum, überhaupt jeder Disney-Film, ob es jetzt ein Animationsfilm oder kein Animationsfilm ist, klar, ist eher so familienfilmmäßig, aber es gibt ja auch genug andere Filme. Das komplette Marvel-Universum, alle Marvel-Filme und Serien, die es bis jetzt gibt und halt auch schon, sage ich mal, fertig gelaufen sind im Kino, gibt es hier auf jeden Fall. Das ganze Star Wars-Universum, alles, alle Filme, alle Serien, alles ist hier erhältlich. Und vor allem für mich als Star Wars- und Marvel-Fan ist Disney Plus einfach das Beste, was man machen kann. Warum soll ich irgendwo anders Geld bezahlen und dann eventuell noch den Film, als Beispiel Das Erwachen der Macht, nochmal kaufen, wenn ich es auf Disney Plus komplett zur freien Verfügung habe? Immer. Da kommt nochmal der kleine Unterschied. Netflix haut ja gerne mal alte oder längere Serien mal wieder raus. Die sind dann vielleicht nur 30 Tage da, dann kriegt man so eine Meldung, hier, die und die Filme jetzt nur noch kürzlich erhältlich. Und dann fliegen die raus, dafür kommen aber immer wieder neue rein. Das ist halt ein bisschen schade, aber ich finde es jetzt auch gar nicht mal so schlimm. So kriegt man halt irgendwo immer eine Abwechslung und es wird auch wahrscheinlich sein, dass diese alten Filme irgendwann noch wiederkommen werden. Da muss man natürlich noch sagen, Netflix hat halt auch seine eigenen Netflix Origin Serien. Klar hat Prime auch mit den Amazon Originals, aber verhältnismäßig würde ich jetzt ne, rein objektiv betrachtet oder subjektiv, ich weiß nochmal, egal. Meiner eigenen Meinung nach würde ich sagen, ist auf Netflix die Serienqualität
wesentlich höher als auf Prime. Heißt, am Ende des Tages würde ich sagen, lohnenswert sind wirklich nur mittlerweile Disney Plus und Netflix. Jetzt gibt es natürlich auch noch sowas wie Sky. Sky Cinema und Sky, ich weiß nicht, heißt das irgendwie einfach nur Sky Series oder irgendwie sowas. Es gibt ja einen Unterschied. Es gibt ja Sky Sports, da kannst du dann nur Sport, halt dieses Film und halt das Serienabo. Für The Last of Us habe ich dieses Abo getätigt, beziehungsweise das Wow-Abo davon. Und da muss man natürlich sagen, den Phasen kann man natürlich auch fahren. Man kann natürlich sagen, okay, es kommt jetzt eine neue Serie auf Disney Plus oder auf Netflix oder auf Prime oder auf Sky. Ich abonniere für einen Monat oder für zwei, so lange wie die Serie halt läuft und kündige das Abo. Das ist ja auch gar nicht mal so verwerflich und das werde ich wahrscheinlich auch, wenn The Last of Us 2 wieder auf Sky kommt, ähnlich machen. Hier möchte ich direkt mal einen Punkt ansprechen, den ich unfassbar frech fand. Als ich das Sky-Abo beendet habe, ich wurde 8-mal, glaube ich, waren es, gefragt, ob ich mir wirklich sicher sei, dass ich das Abo beenden möchte. Ja. Ja, wir haben aber die und die Filme, die kommen demnächst. Möchtest du die nicht gucken oder... Nee, ich will das Abo kündigen. Okay, aber es gibt übrigens noch das und das momentan auch. Ja, cool, ich würde trotzdem gerne kündigen. Ja, können wir die vielleicht ein Angebot machen? Hier, du kriegst dann 3 oder 4 Monate nochmal einen günstigeren Tarif und bleibst dann halt hier. Nö, ich möchte aber eigentlich kündigen. Ja, vielleicht können wir die hier und da noch ein Angebot machen. Nö, ich möchte kündigen. Und dann durfte ich erst mein Abonnement kündigen. Holy shit! Und das Ganze ist bei anderen Streamingdiensten, glaube ich, nicht anders. Wo ich direkt eine Kritik habe, also an die Streamingdienste. Wenn ihr eure Zuschauer doch behalten wollt und ihr ja offensichtlich so ein Angebot von wegen, hier komm, du kriegst 5 Monate nochmal gratis oder 5 Monate zum halben Preis, warum macht ihr das nur, wenn die Leute kündigen wollen? Macht es doch einfach mal so. Also einfach mal, wenn ich jetzt 2 Jahre lang Netflix-Abonnent bin, dass ich einfach eine E-Mail bekomme, hier, du bist jetzt 2 Jahre lang treuer Kunde, hier, die nächsten 5 Monate kriegst du gratis. Warum passiert sowas nicht so oft? Finde ich ein bisschen frech. Könntet ihr gerne mal machen, Leute. Das ist eine gute Idee, da bleiben die Leute auf jeden Fall am Ball. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, was sich halt lohnt, ich wiederhole es nochmal, für mich Netflix, Disney Plus, definitiv. Und wie gesagt, Prime lohnt sich, finde ich, nur, wenn du wirklich sehr viel auf Amazon bestellst. Prime Music ist dann auch nochmal die andere Sache, aber ich finde, bei Amazon ist sowieso so schlimm, dass du für alles extra bezahlst. Du bezahlst den Versand. Möchtest den Versand nicht mehr bezahlen, zahlst du Prime für. Mit Prime kriegst du ein Prime Video. Bedeutet, du kannst Serien und Filme sehen, aber auch nicht alle. Musst dann die Filme und Serien bezahlen. Du möchtest noch Prime Music haben, musst du extra kaufen. Dann kommt jetzt noch Paramount Plus dazu und so weiter. Es gibt ja mittlerweile, man muss nur noch dazu kaufen. Und ich bin ehrlich, ich habe auch irgendwo meinen Überblick verloren ab einem Punkt. Da hatte ich wirklich meine Abrechnung und ich denke so, Alter, wo geht denn das ganze Geld hin? Und dann realisiere ich, ja klar, Disney Plus, Netflix, Sky in dem Fall war es dann auch noch, Prime, Spotify. Holy shit, so Abos, die fallen irgendwann nicht mehr auf. Deswegen wäre meine Idee an euch auf jeden Fall zu sagen, Netflix und Disney Plus lohnen sich in jeglicher Hinsicht, weil ihr, wie gesagt, ihr bezahlt das und alles, was da ist, könnt ihr auch kostenlos gucken. Ihr bezahlt nichts extra. Kommt noch zu dem zweiten Punkt, wenn ihr sowas wie NordVPN habt. By the way, das ist keine Produktplatzierung, es wäre super cool, würde ich voll fühlen, so ist es nicht. Aber bei NordVPN ist ja die Möglichkeit, das wissen ja vielleicht viele, dass man einstellen kann, man befindet sich gerade in einem anderen Land. Und für mich hauptsächlich bei Disney Plus und Netflix sinnvoll, ist halt die Tatsache, du stellst es ein und hast halt manche Serien auf Netflix oder Filme, die du halt dann doch noch gucken kannst, die vielleicht noch bei Netflix drin sind oder schon bei Netflix drin sind oder halt erst 2-3 Monate später in Deutschland kommen würden. Das ist vor allem bei Animes tatsächlich so der Fall. Wenn man also Netflix oder Disney Plus, ich glaube hauptsächlich bei Netflix macht es Sinn, und eine NordVPN hat oder allgemein irgendeinen VPN, wo man halt angeben kann, in welchem Land man sich befindet, dann hat das schon Vorteile. So, dann hast du wirklich sehr, sehr krasse Video-Vorteile, beziehungsweise halt Film- und Serienvorteile, die man auch einfach mal so sagen kann, lohnen sich. Natürlich muss man auch erwähnen, es kann natürlich auch sein, dass es hier Leute von euch gibt, wo ich absolut nichts gegen habe und ich judge das auch absolut nicht, so, ne, whatever, floats your boat, kann jeder machen, wie er möchte, die halt eher auf die, ich sag mal, nicht so legale Variante wechseln. Da kenne ich auch so 2-3 Leute. Mit diesem sogenannten Kodi-Stick ist das eine, was ich auf jeden Fall kenne. Oder halt online irgendwelche Streamingdienste, ob es jetzt Kinox ist, was weiß ich, was da für Sachen gibt, die sich halt dann die Filme angucken, in einer schlechteren Qualität, vielleicht mit chinesischen, japanischen Untertiteln und dann sagen, ja gut, und ich habe jetzt dafür nichts bezahlt. Das ist die andere Variante. Das ist auch gar nicht, ich finde es auch gar nicht so verwerflich. Natürlich möchte man auch irgendwo die Serien und Filme unterstützen, die man ja auch mag. Ist ja auch verständlich. Aber wenn man sagt, okay, ich habe aber keinen Bock im ganzen Monat 60, 70 Euro für alle Streamingdienste zu bezahlen, damit ich eventuell den Film gucken kann, der ja dann eventuell noch nicht mal günstiger zu erhalten ist, dann verstehe ich das. Weil wenn ich ein Prime-Abo habe und auf Prime kommt auf einmal, was weiß ich, Avengers Endgame raus, jetzt mal als Beispiel, und ich muss trotzdem noch für den Film 30 Euro bezahlen, ich weiß nicht, dann würde ich mir wahrscheinlich auch auf irgendeinen
irgendeiner nicht so legalen Seite angucken. Ne? Ich möchte natürlich niemanden dazu auffordern, das zu machen. Ne? Das ist, ne? Wie gesagt, das könnt ihr sehr gerne selbst entscheiden, aber ist natürlich auch eine Variante, die man machen kann. So, aber jetzt um einmal abschließend das Video abzurunden. Ich bin der Meinung, alle Streamingdienste, die es gibt zu haben, lohnt sich gar nicht. Also wenn ihr Sky, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, welches da noch gibt, es gibt ja noch Millionen andere, wie gesagt, Paramount Plus und wie sie alle heißen, wenn ihr das alles habt, frage ich mich, wieso habt ihr so viel Geld übrig? Und wenn ihr so viel Geld übrig habt, warum gibt ihr es nicht mir? Ich nehme es gerne. Also, ne, ich nehme das gerne an. Wenn ihr es nicht braucht, ich nehme es. So ist es nicht. Und die zweite Frage ist, macht es wirklich Sinn? So, macht es wirklich effektiv Sinn? Ich würde sowieso bei einer Kaufentscheidung von einem Streamingdienst einfach darauf gucken, was speziell möchte ich überhaupt gucken. Wenn ich zum Beispiel einfach sehr, sehr viele Serien gucke, würde ich mich eher only für Netflix entscheiden, weil Netflix einfach, finde ich, den Großteil aller guten Serien beinhaltet. Wenn ihr jetzt sagt, ihr seid riesen Star Wars und Marvel-Fan, dann nehmt definitiv Disney Plus und dann reicht euch auch Disney Plus. Ihr kriegt alles von Disney Plus, was kommt. Jegliche neuen Serien, die Filme, da müsst ihr zwar ein bisschen warten, aber ihr könnt natürlich auch ein bisschen extra zahlen und könnt ihn früher bekommen und ihr könnt glücklich sein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich bin wirklich Film- und Serienmensch, dann, wie gesagt, meine Empfehlung definitiv Disney Plus und Netflix. Wenn ihr dann natürlich irgendwelche Sportsender, Sky ist halt in dem Fall der richtige Ansprechpartner. Und Sky muss man auch sagen, und auch Paramount Plus ist auch mittlerweile so eine Sache, ich glaube, die wissen selber, dass sie ein Streamingdienst sind, den man nur einen gewissen Zeitraum abonniert. Es kommt was Gutes, eine Sky-Serie, also Sky Originals oder wie die Sky Exclusive oder so, oder halt eine Paramount-Sache. Top Gun Maverick. Ich habe Paramount Plus nur deswegen abonniert. Abonniert? Film geguckt, Abo gestrichen und halt in der Zeit dann noch ein paar Sachen weitergeguckt. So kann man es natürlich machen und das ist, denke ich, auch mit die beste Variante. Also sucht euch das raus, was ihr sagt, okay, das brauche ich wirklich explizit. Filme oder Serien, was weiß ich, Star Wars, Marvel, abonniert das. Wenn irgendwo was anderes kommt, dann macht halt ein Monatsabo. Es sagt ja keiner, dass ihr ewig abonnieren müsst. Das ist auf jeden Fall mein Trick 17. Kündigt auch Abos, wenn ihr einfach sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und wenn ihr dann sagt, oh, guck mal, da ist jetzt gerade eine Serie, dann abonniert halt wieder für 2 Monate. Ist auf jeden Fall kostengünstiger, als es dauerhaft laufen zu lassen. So, aber jetzt würde ich euch mal fragen, was habt ihr alles für Streamingdienste abonniert? Und habt ihr sie alle abonniert, beziehungsweise warum welchen? Also warum habt ihr zum Beispiel Disney Plus oder warum habt ihr gerade Netflix? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich hoffe, mehr oder weniger konnte ich eventuell meine Meinung oder beziehungsweise meinen Standpunkt der Streaming-Welt, der Streaming-Dienste ein bisschen klar machen. Wie gesagt, alles zu haben ist komplett sinnfrei in meinen Augen. Sucht euch das aus, was für euch am effizientesten ist und macht halt irgendwo ein Abo für einen Monat oder zwei, wenn irgendwas kommt, was ihr gucken wollt, um das halt dann auszunutzen. Und ja, am Ende würde ich ja noch gerne noch sagen, also Amazon Prime lohnt sich, finde ich, halt echt am wenigsten. Nur wenn ihr wirklich viel bei Amazon bestellt und dann Versandkosten spart, dann kann man sagen, es lohnt sich wirklich effektiv, aber nur für Filme und Serien, weiß ich nicht. Würde ich mal behaupten, lohnt sich nicht so wirklich. Aber das muss natürlich am Ende des Tages jeder selber entscheiden. Deswegen, wie gesagt, eure Meinung gerne dazu in die Kommentare. Ich möchte auch niemanden beeinflussen, nur ich wollte halt sagen, so, ne, so sehe ich das. Und dafür ist ja auch dieser Kanal da, beziehungsweise dafür ist auch YouTube da. Deswegen könnt ihr auch frei eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn ihr meint, bist du komplett dumm, Prime ist das Beste, weil. Belehrt mich gerne, ich lasse mich da auf jeden Fall auf Diskussion gerne ein. Es ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Aber wie gesagt, jetzt seid ihr weiterhin gefragt. Schreibt es in die Kommentare, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn euch Filme und Serien im Allgemeinen sonst noch interessieren, ob es jetzt Theorien, Fun Facts, Battles, Character Battles oder Reaktionen auf irgendwas sind, checkt den Kanal gerne aus. Vielleicht findet ihr hier 2, 3 Videos, die euch irgendwie gefallen, die auch euer Thema sind. Und vielleicht bleibt ihr auch dann gerne hier. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt möchte ich nicht weiter rumlabern und würde einfach sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wieder. Aber bis dahin bin ich erstmal raus. Ciao.